Familie Dittberner hat in Güstrow eine Woche lang Urlaub geplant. Neben dem Besuch von Verwandten steht so manch anderes auf dem Plan der vierköpfigen Familie aus München. Auch wenn das Wetter nicht so prächtig war, die vier wussten genau, ihre Zeit in der Balerstadt gut zu nutzen. Vater Marc ist Referent für Jugendarbeit und sonst viel unterwegs. Im Urlaub möchte er Neues entdecken, sportlich aktiv sein und entspannen. Mutter Winnie ist Tagesmutter. Ihr Beruf macht ihr viel Freude, doch im Urlaub legt sie Wert darauf, mit der Familie etwas zu unternehmen, Spaß zu haben und Zeit zu haben, um ausgiebig durch die Stadt zu bummeln. Der 14-jährige Sohn Jale geht natürlich noch zur Schule und möchte in seinen Ferien vor allem auf Entdeckungsreise gehen. Geocaching gehört unter anderem zu seinen Hobbys. Aber er bewegt sich auch gern auf Pennyboards. Die 10-jährige Raya macht die Familie komplett. Sie hat besondere Hobbys, denen sie vor allem in Güstrow nachgeht. Dazu gehört unter anderem das Reiten und sie trifft sich mit den bereits hier gefundenen Freunden. Das Güstrower Schloss begeistert die Familie sehr. Sie schauen sich auf dem Schlosshof um und wollen gern noch mehr sehen und wissen. In Güstrow waren sie bisher noch nicht als gesamte Familie. Darum holen sie sich zuerst einige Informationen in der Güstrow-Information. Kurze Zeit später sieht man sie in Richtung Dom laufen. Dorthin zieht es die Familie aus einem wichtigen Grund, den Sohn Jale verrät. Ich fand das Schloss hier von Güstrow sehr toll. Auch die Barlach-Statue, weil wir auch in der Ernst-Barlach-Realschule sind und dass man dann mal den Künstler ein bisschen näher kennenlernt, was er für Bilder gemacht hat. Kein Wunder also, dass der Schwebende im Güstrower Dom ein Muss für sie alle war. Doch die Familie hat schon in den Tagen zuvor einiges gesehen. Jeder hat etwas anderes als besonders schön und angenehm empfunden. Es gibt einen total leckeren Bäcker. Und es war total cool, jeden Morgen einfach frische, leckere Brötchen zu holen. Wir sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen und ich finde es eine schöne alte Stadt und fand es jetzt schön, hier in der Domkirche zu sein. Genau, und finde es toll, so eine kleine Stadt mit doch relativ vielen Möglichkeiten, sich was anzugucken. Also machen sie sich auch noch einmal gemeinsam in die Güstrower Innenstadt auf. Dazu haben die Kinder ihre Pennyboards dabei, so kommen sie gut voran. Auf dem Markt angekommen ist die Frage, was wollen sie noch gemeinsam unternehmen? Tochter Raya liebt das Reiten und besuchte auch diesmal an zwei Tagen ihr Pferd Hafi, den Haflinger im Reitverein Güstrow. Erst hilft sie beim Vorbereiten des Pferdes, dann geht es zum Reiten. Einige Runden kann sie unter Aufsicht von Corinna Elis drehen. Anschließend wird das Pferd natürlich wieder geputzt und gestriegelt. Für Jale aber steht das Geocaching auf dem Programm. Das wollen sie auch gemeinsam als Familie tun. Gemeinsam wird geschaut, wo ein Cache versteckt ist. 9 Stück sind es im Umkreis von 1 Kilometer. Die Münchner Familie sucht sich eines aus, wofür sie nicht allzu weit laufen müssen. Eine Aufgabe ist hierfür zu lösen, dann schließlich haben sie es entdeckt. So hatten alle vier trotz des Nieselwetters viel Freude gemeinsam in Güstrow. Die Familie besuchte während der Woche auch Rostock und Hamburg. Und sicherlich wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie die Balerstadt besucht haben.